Los. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Minecraft Restart mit der, falls man es nicht gehört hat, mit der Spoo. Hallo Spoo. Hallo. Spoo hilft mir heute ein bisschen moralisch beim Hausbauen. Nachdem ihr, ich zeige euch das kurz mal, ihr, mir wird hier schon, baut ein Haus bitte. Ja, ich baue mein Haus, ich probiere es, ihr wisst echt nicht, wie schön das für mich ist. Vorab wollte ich mich erstmal dafür bedanken für euren ganzen Support, der gestern da war noch beim Livestream. Hat mich echt gefreut, dass wirklich so viele zugeguckt haben. War echt nice. Auch wenn Spoo verschlafen hat. Ja. Ja. Aber ich dachte jetzt nicht, das Mega-Haus bei dir und dann. Ja, da kommt sowas, gell? Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Ja, es tut mir leid, ich habe gestern nur abgerissen. Aber dafür habe ich jetzt auch dich. Also von daher alles gut. Das will ich hier noch freilassen, genau. Und hier will ich wieder hinbauen. Spoo hilft mir ein bisschen. Hilft mir ein bisschen. Das ist auch gut gedeutscht wieder. Spoo hilft mir. Spoo, bitte. Ja, was? Du hilfst mir. Ich helfe dir, ja. Ich helfe. Da musst du eigentlich keine Mauer rein, oder? Ach, das ist... Ach, was? Du willst das lassen mit Erde, oder was? Ach so, das nee, muss ich. Okay, ich rede wieder von mir. Also ich gehe gerade wieder für den Quarkbau. Und zwar bauen wir hier mal so eine kleine Mauerei. Das hilft mir so ein bisschen mit dem Boden, was echt nice ist. Zap, zap, zap. Ach so, ich bin... Okay. Wie gesagt, ich probiere echt das Haus zu bauen. Aber es ist echt nicht meine Lieblingsdisziplin. I'm so sorry, es tut mir echt leid. So, das heißt, wir werden jetzt mal hier kurz wieder... Wo haben wir hier ein bisschen Marmor? Genau, hier Marmor. Wir werden hier oben die Tür reinbauen. Hier schön die Tür reinbauen, ja, gut oder auch halb schräg gut reinbauen. Zap, das heißt, wo haben wir jetzt die Tür hin? Tür, wo bist du? Da ist die Tür, nice. Das heißt, wir werden hier mal die Tür reinpflanzen. Hallo, danke, 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 danke. Spoo, danke dir auch dafür, dass du mir hilfst. Jo, bitte. Ich glaube zwar nicht, dass ich so bei Hilfe bin, weil dann kommt Julia und sagt, das hättest du so machen können, das hättest du, dann kannst du alles wieder abreißen. Na, doch, doch, doch. Du bist mir der Hilfe. Doch, 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 das passt schon. Wir lassen. Das ist jetzt so das Eingangstor hier. Nur, dass ihr es mal seht, genau hier. Oh, ich habe auch die Minecraft-Musik aus, die mache ich euch mal wieder aus. Achtung. Musik, danke. Ich werde schon wieder angegriffen. Warum? Ach. Spoo, dein Ernst jetzt? Es ist aber voll Nacht und so, ne? Achso, ja. Ich weiß nicht, das war die Achso, Hexe. Okay. Glaubst du? Ich hätte es fast vermutet, dass du es bist. So, das heißt, wir kommen hier rein. Hier haben wir so einen kleinen Eingangsflur. Wie ich das noch machen will, ich habe echt keine Ahnung. Ich mache jetzt hier mal wieder kurz. Wie viel hatten wir? 6, gell? Ja. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier kommt wieder der nächste hin. Genau. Zap. Noch eins. Genau, nice. Ich lasse jetzt mal hier den mitlachen, weil hier will ich ein etwas größeres Ding hinbauen. Zap, zap, zap. Ja, nice. Wir kommen der Sache näher. Zwar nicht ganz, aber wir kommen hier schon nah. Spoo. Ja. Kontrollierst du mich gerade? Ja. Okay. Aber es waren 7. Also von daher. Alles gut, sieht gut aus. Sagst du jetzt so, in deinem jugendlichen Leichtsinn. Oh Mann, Haus bauen. Ich bin echt kein Hausbau-Favorit. Ich bin aber froh, dass Spoo mir hilft. Also ganz ehrlich. So, zap. Das heißt, hier kommt man eigentlich rein. Ich würde hier gerne. Hier würde ich gerne auch zumachen, oder? Nee, hier würde ich gerne mit Glas. Das heißt, wir gehen mal kurz runter. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen Glas vorproduziert. Achtung. Öfen. Ach ja, okay. Öfen. Irgendwo habe ich doch was rein. Genau, hier 64 Glas. Zap. Lass uns wieder hochgehen. Nice. Moment, du machst da Glas rein, obwohl davor die Mauer ist? Hier. Ach so, okay. Ja, das kann man machen. Hier einfach zum Reingucken. Oder? Damit das ist doch die Mauer davor, dann guckt man auf die Mauer. Auf die Mauer, auf die Lauer. Hä? Nee, hier. Wo bist du?
Ich spoot, du verwirrst mich, wenn du immer fliegst. Ja, aber da ist doch die Mauer. Was ist das für eine Aussicht, Chili? Da können sie in mein Haus reingucken. Oder soll ich das eher offen lassen? Nein, mach da Glas, aber ich würde die Mauer halt abreißen. Davor. Genau, dann reißen wir da die Mauer ab. Das kriegen wir schon hin. Also du kannst die Terrasse ja trotzdem drüber ziehen. Ja, die ziehen wir auch gleich drüber. Jetzt hat Spu schon wieder alles verraten. Spaß. Ups. Nein, alles gut, alles gut. Und zwar kommt hier eine kleine Terrasse hin, genau. Und zwar die Terrasse genau vor meinem Eingang. So. So, das sammeln wir wieder alles ein. Nice. So. Was sind noch solche Laborblöcke da? Blabla. Unten irgendwie? Warte, hier. Okay. Aber du müsstest die Schüssel. Okay. So, was so bauen oder noch eins hoch? Noch eins hoch, oder? Oder meinst du, ist gut? Ne, so sollte eigentlich passen, oder? Ja. Lass mich. Ja, okay. Da komm ich gleich rum. Das heißt, wupp, zapp, zapp. Haus bauen. Ich baue gerade ein Haus. Ich werd verrückt. Ich werd echt verrückt. Ach ja. So, jetzt machen wir kurz mal noch hier. Zapp. Spu, danke für deine Hilfe. Spu hilft mir hier fleißig am Boden. Ja. Bin zwar immer noch ein bisschen traurig, dass ich gestern nicht zugeguckt hat, aber gut. Nächstes Mal dann. Sagst vielleicht. Du, sagst du immer wieder, sagst du immer und immer und immer wieder und jedes Mal auf mein Gefühl rumtrappeln. Nein, Spaß. Das heißt, ich würde es auch hier machen wieder 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich würde jetzt erstmal hier wieder. Na, flieg, du Hund. Das sollte passen. Mach hier mal einen etwas größeren Raum. Und zwar kommt der genau direkt dahin. Weiter können wir nicht bauen, weil da kommt was anderes hin. Ja, hallo. Das sollte passen. Das heißt, wir machen mal hier kurz. Ich hasse Haus bauen. Alles wird gut. Aber das ist auch nicht sonderlich aufregend. Ja, aufregend ist auf jeden Fall nicht. Aber irgendwann müssen wir es auch mal machen. So, jetzt baue ich noch kurz ab. Danke. Gut, da war ich kurz mal zu schnell. Oder zu langsam, je nachdem wie man sieht. Zap. Aber jetzt haben wir hier schon mal so eine kleine Infrastruktur, oder? Ja. Oh, ich war wieder zu schnell. Okay, der geht bis zu dem hier, okay. So, jetzt brauchen wir hier noch gerade kurz eins. Na, hoch, genau. Bauen das hier kurz mal hier den Block, den brauchen wir. Danke. Würde ich sagen, das wird hier so das Wohnzimmer, oder? So leicht. Ja, das kann man mal durchaus machen. Bauen wir den wieder ab. Und da kommt sowas anderes hin, da kommt der Boden hin. Spu. Danke, dass du mir hilfst. Ich kann es dir immer wieder wiederholen. Ich bin echt so ein Noob im Bauen. Ich auch. Ja, gut, man könnte auch sagen, ich bin ein Noob im Bein. Das waren zu wenig Blöcke, Chili. Ich hab doch. Brauchst du noch? Jo. Warte. Bitteschön. Ich würde sagen, hier ist dann der Eingang auf die Terrasse, oder? Ich würde sagen, hier kommt so die Treppe hoch. Also, ich würde sagen, wir bauen. Na, was machst du? Wir bauen. Was machst du gerade? Wir bauen hier so die Treppe hoch. So, hier hoch. Ja, und kommen dann hier auf die Terrasse drauf.
Das heißt aber auch gleichzeitig bräuchten wir hier auf jeden Fall noch ein paar Blöcke. Marmor sollten wir eigentlich genug haben, hoffe ich. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil hier keine sind. Okay. Stack, genau. Zap, zap, zap. Nice. So, guck mal, dann haben wir hier schon mal unsere Terrasse. Also meine Terrasse. Es läuft, es läuft, es läuft. Alles mit der Ruhe, Spu, alles mit der Ruhe. Quadratisch praktisch gut. Ach fuck, ich bin ein zu weit unten drunter. Ach nee, das war blöd. Da hätte ich den auch abholzen können, genau. Weil wir müssen ja im Endeffekt hier hin. Quadratisch praktisch gut, ja, das stimmt durchaus. Aber es sind Anfänge, ja. Also hier, bitte nicht, ja. Ihr wolltet alle ein Haus, ihr kriegt ein Haus. Und Chili gibt sich echt Mühe. Oh, das war einmal zu viel. Und keine Angst, es bleibt nicht so. Wir reißen da auf jeden Fall noch ein paar Mauern ein, dass wir Fenster reinsetzen können. Das ist einfach nur mal so der... Fenster sind immer gut, ja. Das ist jetzt einfach nur so der kleine Grundriss, dass der mal steht. Spu. Ja. Brauchst du ein bisschen hinten, hinter dem Boden, bitte. Meine Blöcke sind leer. Schon wieder. Ja. Geh mal an mein ME-System. Ich glaube, da müsste doch was sein. Okay. Sollte. Gelogen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was? Ich weiß es nicht. Okay. Hallo? Ah, jetzt. Nein. Nein? Okay. Warte kurz. Bist du bei mir? Ja, ich mach das schon. Warte hier, ich hab... Okay. Schwerst du dir genau hin? Wo bist du? Ich bin unten bei deinem Dings, ich komme. Komm mal hoch. Hier. Und warte. Hier. Okay, danke. Das sollte jetzt aber reichen, oder? Derweil ja. Für den Boden zumindest. So, das heißt hier außen muss noch der Boden hin. Ah, wir rocken das ganz schön ins Buch gerade, falls du es nicht merkst. Wir machen das schon. Man muss auch sagen, wir haben jetzt knapp. Wie viel haben wir? 22:43. Halb elf. Ja. Sorry, ich war schneller wie du. Und man muss dazu auch sagen, ich habe gestern, ja, es war gestern, bis um kurz nach 1 gestreamt. Das heißt, ich bin heute vielleicht doch ein bisschen unbreakable. Aber Chili, jetzt machst du den. Achso, habe ich jetzt gerade einen Boden? Nee. Nein, alles gut, okay. Sagen, freut mich doch jetzt schon gerade wieder. Ja, das war einer zu viel, okay. Ja, stirb. Hallo. War jetzt gut. Willst du jetzt in der Mitte zwischen den beiden da auch Boden haben? Also da, wo jetzt das Wasser ist drinne? Ja, hier? Bitte. Ja. Okay. Hätte ich gerne. Bin ich jetzt ein zu lieb? Nee, nee, passt genau. Allerdings könnten wir die Wand hier wieder abreißen. Weil die andere Wand ist ja wieso für außen, oder? Können wir die ja auch eigentlich wieder abreißen. Boah, da musst du so aufpassen. Ja. Ey! Was denn? Du hast Achso, geballert. Das warst du. Dann könnte aber der eigentlich auch weg, oder hier? Bisschen arg viel abgerissen, sorry. Ein bisschen Marmor hier rein, genau, zap. Jetzt fliegen wir kurz mal wieder ein bisschen hoch.
Was hältst du davon? Ja. Da meinst du, hier soll noch ein Pfosten rein? Nee, oder? Nee. Ich hab einen Pfosten jetzt weggemacht. Ich find's ohne Pfosten. Ja, wobei, vielleicht so ein Pfosten. Nee. Nee, wir lassen den Pfosten weg. Nee. Sieht hässlich aus. Sieht hässlich aus. Ach, und jetzt habe ich schon wieder hier so ein Krawallstück. Mann, Erde, stirb. Ja. Die zweite Etage wird alles rausreißen. Sagst du? Auf jeden Fall. Warum? Was stört dich gerade? Erzähle. Mich? Nix. Alles gut. Nee, aber sag, du bist die Frau. Du ja, hast... noch sieht sie ein bisschen quadratisch aus und so, ne? Also. Ja, das stimmt durchaus, aber... Oben wird dann alles gut, versprochen. Quadratisch praktisch gut, sagt man doch, oder? Ja. So, okay, jetzt sieht das hier ziemlich hässlich aus. Ja, wobei, das könnte man hier noch mit Glas einfügen. Dann ist es so ein kleiner Irrparcours. Das war eigentlich auch nicht verkehrt. Achtung, jetzt machen wir hier Glas hin. Ja, zapp, zapp. Ich brauche auf jeden Fall Puppenbaumeister. Muss mal kurz hier was essen. Lass mich essen. Bitte. Nice, das sind wir wieder zumindest mal mit dem Essen voll. Guck mal, was hältst du davon? Und hier machen wir wieder zu. Also wie gesagt, wir machen jetzt nur vorab erstmal zu. Wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was rein an Fenstern. Lasst euch da mal nicht irritieren. Und zwar könnt ihr auch hier gleich mal... Zap, zap. Jetzt haben wir hier zwei, hier haben wir zwei. Nee, machen wir jetzt ein. Genau. Auch noch auf. Und das wird doch nice aussehen. So, sagen wir kurz jetzt wieder die Blöcke ein. Danke. Gehen hier wieder rein. Oh ja, das war fehlt von mir. Nice. Gucken wir es, Bu. Nee, ich hole kurz Marble, dann komme ich. Auch wieder weg. Hier auch mal wieder. Zap, zap. Na, komm zu mir. Hallo. Danke. Sieht zwar immer noch quadratisch aus, aber... Shit, ich habe kein Glas mehr. Na gut, okay. Aber ich finde das so jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, es könnte was werden. Das könnte auf jeden Fall was werden, was Chili da gerade baut. Mist, ich bräuchte auf jeden Fall noch ein bisschen Glas. Und das machen wir noch hier schnell weg, die Erde hier. Mann. Zap, zap. So, genau. Das sieht doch ganz okay aus, oder? Ja, ich hätte es vorher vielleicht mit Erde füllen sollen. Uiuiui. Oh, das ist Hausbauen und Chili. Ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall auch noch kurz mal hier so. Zap, zap. Guck mal, was hältst du denn davon? Guck mal her. Ich komme. Was hältst du denn von. Doppeltür? Doppelten Eingang? Naja. Nicht? Ich würde das einfach offen lassen vorne, das. Ja, ja, ich mache jetzt hier kurz. Achtung. Und? So? Ja, okay. Nicht? Ja, doch, doch. Da denkst du immer so, oh, Geheimtür. Oh, cool, kann man zu machen. Oh, geile Sache. Nicht? Nicht? Nicht?
Also ich würde es vorne komplett offen lassen und nur die Säulen stehen lassen, sozusagen. Das heißt hier komplett offen. Ja. Aber dann kann jeder reinlaufen, weil ich habe nur eine Tür. Ja, Weißt und dann kann halt jeder reinlaufen, wo ist dein Problem? du? Nee, mag ich nicht. Okay, dann. Da fühle ich mich beobachtet und dann. Okay. Okay. Oh, gut, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Spoo, danke dir für, dass du mir geholfen hast. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut dir rein und tschüss. Tschüss.